Ja, hallo, hier ist Mabel von Rabenglanz. Hier möchte ich euch gerne ein Tierorakel vorstellen, Krafttiere und ihre seelischen Botschaften von Regula Meyer, und die Illustrationen sind von Karin Lurz. Das Ganze kommt in einer stabilen, schönen Schachtel. Die lässt sich auch sehr einfach öffnen. Da drin gibt es ein Heft, wo für jedes Krafttier eine Seite Beschreibung ist. Es gibt eine ganz kurze kleine Einleitung, und für die Anwendung, da gibt es nur einfach den Hinweis, man kann täglich sich eine Karte ziehen, auf irgendeine Frage wesentliche Hinweise bekommen. Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass die Karten hauptsächlich für einen selbst zu ziehen sind, und nie sollte man jemanden ungefragt mit Tierkräften und deren Aussagen belehren wollen. Macht die ganze Sache, finde ich, sehr sympathisch. Also einfach ein Deck für einen selbst. Und ja. Zu den Beschreibungen, manchmal passt es, manchmal würde ich das ganz anders interpretieren. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Vorschlag, wie sie es sieht. Und man kann das aber in dem Sinne auch, wie man selbst die Tiere wahrnimmt, dann auch interpretieren. Ja, dann legen wir doch mal gleich los mit den Karten hier. Die Rückseiten sehen so aus. Die Kartenstärke ist eigentlich ganz normale Spielkartenstärke. Sie wirkt ein bisschen dünn, weil es halt eine sehr große, das sind Orakelkarten, eine große Karte ist. Von daher, aber für mich ist das völlig okay. Es ist ein Seidenmatt, schöne seidige, glatte Oberfläche, schön zum Mischen. Also es gleitet und man kann auch unheimlich toll das auffächern. So. Das Ganze ist jetzt erstmal alphabetisch geordnet. Fangen wir, und dann gibt es immer so in dem Sinne einen Sinnspruch dazu. Der Adler. Ameise. Rät zur Geduld zum Beispiel. Der Bär, den würde ich zum Beispiel auch so ein bisschen anders interpretieren. Dann finde ich sehr schön, dass da die Biene bei ist. Der Biber. Das Chamäleon. Der Dachs. Der Delfin. Das Eichhörnchen. Die Eidechse. Der Elefant. Die Eule. Wunderschön. Der Frosch. Der Fuchs. Der Gorilla, der Hase, hier haben wir den Hecht, der Hirsch. Großartig, ein Huhn. Ich glaube, das ist das erste Tierorakel-Deck mit einem Huhn. Großartig. Der Hund, Igel, habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht so oft gesehen. Kamel, das Känguru, die Katze, die Krähe.
die Kuh und Rinder allgemein, der Lachs, der Löwe, der Maikäfer, auch sehr ungewöhnlich, der Marienkäfer, Käfer, eine Maus, eine Blaumeise, der Milan, auch selten, meistens ist ja irgendwie Falke neben dem Adler als Greifvogel, aber auch das erste Mal, dass ich einen Milan hier in einem Orakeldeck habe, der Krake oder Oktopus, der Pfau, das Pferd, die Ratte, das Reh, eine sehr merkwürdige Fleckung, aber gut, ich finde trotzdem die Aquarelle wunderschön gemacht, das Schaf, die Schildkröte, der Schimpanse. Hier haben wir die Schlange. Ringelnatter. Dann haben wir den Schmetterling. Die Spinne. Die Taube. Der Wal, das Wildschwein, der Wolf und die Ziege. So, das war mal was ganz Schnelles, Schmerzloses. Aber in dem Sinne finde ich sehr Schönes. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen.